Ja, wir befinden uns im Sozialzentrum Maxstraße, was eine ganz lange ökumenische Tradition auch schon hat, nämlich in Trägerschaft des Diakoniewerks und des Caritasverbandes sich befindet. Und das ist so die zentrale Stelle für das Thema Wohnungslosigkeit in Essen. Es ist ergänzt um die Suppenküche, wo auch ein Aufenthaltsraum besteht. Und an dem Zentrum sind noch mehrere andere Dinge angedockt, unter anderem die Kleiderkammer, wo man eben Kleidung bekommen kann zu bestimmten Ausgabezeiten. Also alles, was sich sozusagen an diese Zielgruppe in dieser Stadt richtet, ist hier erst einmal gebündelt. Das ist gewachsen über die Jahre und ökumenisch dann auch gewachsen. Diakoniewerk Essen und Caritas der Stadt Essen tragen das gemeinsam. Man kann aber auch sehen, dass diese ökumenische Offenheit natürlich immer Einsatz in der Stadt ist. Gerade die Kleiderkammer in der Ecke, ein Teil, die hier zugehört, wird sowohl von Diakonie und Caritas, aber auch von dem Deutschen Roten Kreuz unterstützt. Das ist, glaube ich, ein typisches Zeichen, dass wir als große Kirchen gemeinsam uns engagieren in der Stadt. Praktizierte Nächstenliebe, glaube ich, würde sowohl Diakonie als auch Caritas überschreiben, ihre Arbeit. Und das hat sich sehr bewährt, weil die Menschen, für die die Dienste geschehen, ja, da auch nicht unterscheiden von dem Hintergrund, den sie haben.